Unterwelt. Als Unterwelt bezeichnet man manchmal die Welt des Todes, die Welt der Toten. Als Unterwelt werden manchmal die niederen Ebenen bezeichnet. Manchmal bezeichnet man auch Unterwelt einfach das, was unter der Erdoberfläche ist. Manchmal spricht man davon, wenn man in die Höhlen geht. Es gibt ja zum Teil große Höhlengeflechte oder es gibt auch verlassene Bergwerksstollen, dass man eintaucht in die Unterwelt. Oder wenn man auf Tauchtour geht mit einem U-Boot, taucht man ein in die Unterwelten des Meeres. Der Ausdruck Unterwelt spielt zum Beispiel in der griechischen Mythologie eine wichtige Rolle. Dort leben die Götter auf dem Olymp, die Olympier leben eben in den höheren Welten. Und dann gibt es den Hades und das ist die Unterwelt. Und dort gibt es dann den Totengott und auch die Persephone, die auch die Gemahlin des Hades und damit des Gottes der Unterwelt ist. Und in diese Unterwelt gehen dann die Seelen der Verstorbenen nach dem Tod. Wir finden den Ausdruck Unterwelt auch in anderen Religionen. In bestimmten Mythen der Germanen gibt es auch die Unterwelten. Die Krieger, die geflohen sind, gehen dann eben nicht in die höheren Ebenen, sondern in die Unterwelten. Wir finden den Ausdruck Unterwelt auch im Hinduismus. Dort gibt es Patala Loka. Patala Loka ist eben die niedere Welt, Unterwelt. Und in manchen Mythen oder theologischen Systemen könnte man sagen, es gibt es 7 höhere Welten und 7 niedere Welten und die werden dann auch als die 7 Unterwelten bezeichnet. Manchmal wird auch gesagt im Hinduismus, die Unterwelt ist auch die Hölle, wobei im Hinduismus normalerweise die Hölle nicht als dauerhaft angesehen wird, sondern jemand, der Verbrechen begangen hat in diesem Leben, der kann dann nicht aufsteigen in die höheren Ebenen wie Bhuvaloka und Svaloka, sondern geht in die unteren Welten, wozu dann auch wieder Patalaloka gehört. Ein anderer Ausdruck für die Unterwelt oder eine andere Erklärung ist auch, dass es verschiedene Dimensionen der Welt gibt. So gibt es die physische Welt, das ist eine eben unsere Welt, wo wir uns jetzt befinden. Dann gibt es die Astralwelten, höhere Welten. Und die Astralwelten haben einen höheren Schwingungszustand als die physische Welt. Deshalb nehmen Menschen das typischerweise nicht wahr, obgleich sie dort sind. Ihr Schwingungszustand ist so, dass sie nur die physische Welt wahrnehmen. Aber während wir in dieser physischen Welt sind, sind alle möglichen Astralwesen auch dort. Alle möglichen Feinstoffwesen sind dort. Und manchmal kann man mit ihnen kommunizieren, manchmal kann man sie spüren, manchmal kann man sie hören, manchmal kann man sie sehen. Und wir können in Harmonie leben mit diesen Feinstoffwesen. Egal, ob es die Seelen der Verstorbenen sind, ob es der Schutzgeist eines Hauses, eines Ortes ist, ob es die Naturwesen sind, ob es Engelswesen sind, Lichtwesen, Devatas und so weiter. Und dann gibt es aber auch Wesen, die grobstofflicher sind als diese physische Welt. Und manchmal wird gesagt, dass dort wie die Gnome, die durch die Erde hindurchgehen können, die sind grobstofflicher. Und deshalb ist diese Welt, die wir hier haben, ist für die wie eine Feinstoffwelt, es berührt sie nicht. Sie können in der Erde sein, sie können durch die Erde durchgehen. Und sie können aber auch Kontakt aufnehmen mit der physischen Welt. Es ist eine Unterwelt im Sinne von niedrigerer Schwingungszustand. Manchmal wird auch gesagt, die Patala Loka ist die Ebene, wo auch die Nagas sind, Schlangenwesen, die normalerweise nicht sichtbar sind. Und die physischen Schlangen, also die Tiere, sind nur Ausdruck der Form, wenn sie mal sichtbar werden. Und diese Schlangenwesen sind machtvoll, sind auch gutartig. In vielen Regionen Indiens werden die Nagas sehr verehrt und diese kommen eben von einer anderen Dimension, eben von einer Unterwelt hierher und können uns positive Energie schenken. Ja, so gibt es verschiedene Aspekte der Unterwelt und verschiedene Weisen, die Unterwelt zu sehen. In diesem Universum gibt es sehr viel mehr, als du mit deinen physischen Augen sehen kannst. Es gibt Feinstoffwelten und vielleicht auch Unterwelten. Und es gibt in den Mythen verschiedene Beschreibungen. Am besten ist,
Du bist wohlwollend gegenüber allen Wesen, egal ob sie in dieser Welt sind, in höheren Welten, in den niederen Welten. Und du bemühst dich, über alle Welten hinauszuwachsen und zu denen zu gehen, was jenseits aller relativer Welt ist, das reine Bewusstsein, das Göttliche an sich. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Und ich würde mich freuen, wenn du jetzt nochmal Daumen hoch gibst, wenn dir der Vortrag gefallen hat oder auf Gefällt mir klickst. Wenn er nicht gefallen hat, klick doch einfach auf Gefällt mir nicht. Wenn du es ergänzen willst, schreib es in die Kommentare und teile die Sendung mit anderen. Danke.